Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Willkommen zum Sport bei FAN Television am Freitag. Ja, heute in der Sportsendung dreht sich alles um diese 12 Becher, nämlich um Sport Stacking. Und bei mir zu Gast Sabrina Oben-Lüneschloss. Hi, schön, dass Sie da sind. Hallo. 18-fache Weltmeisterin im Sport Stacking. Schwer beeindruckend. Was ist das Faszinierende an dieser Sportart? Dass man sich immer wieder übertreffen kann. Man hat einfach nur Becher, kann damit Pyramiden bauen, so schnell sein, wie man hoffentlich möchte oder kann, und versuchen, sich immer wieder selbst zu überbieten. Sie haben uns auch ein paar Videos mitgebracht, damit Sie zu Hause jetzt auch erstmal sehen, wie das genau funktioniert. Und zwar ein Video, 333 nennt sich das. Das dauert, da hat man es mal ganz schnell gesehen. Jetzt einfach noch mal in Zeitlupe. Was bedeutet 333? Dass man aus 3x3 Bechern 3 Pyramiden auf- und wieder abbaut in der vorgeschriebenen Reihenfolge, davor den Timer startet, hinterher stoppt und möglichst schnell dabei ist. Jetzt haben wir hinten noch die Uhrzeit gesehen, 2:18, ist nicht mehr aktuell. Sie sind noch ein bisschen schneller geworden. Ja. Wie ist jetzt Ihr aktueller Rekord? 2,08 Sekunden. Was auch Weltrekord in Ihrer Altersklasse genau. ist. Ihre Altersklasse ist 25 bis 34. Mhm. Wenn wir uns diese Becher gleich vielleicht einmal ganz nah anschauen. Man sieht es hier gleich, hier sind kleine Löcher in den Bechern. Und ja, hat das einen tieferen Hintergrund? Ja, wenn man normal Becher nimmt, zusammensteckt, kriegt man die schlecht auseinander. Sie rutschen langsam nur zusammen. Durch diese Löcher entweicht oben die Luft. Und dadurch ja, rutschen die Becher besser zusammen. Man kann damit schneller stacken. Sie stacken mit diesen Bechern seit 4 Jahren, also die halten auch ein bisschen. Jo. Wie sind Sie überhaupt zum Stacken gekommen? Ich habe das einmal auf einem Sportfest gesehen, habe gedacht, das sieht hier interessant aus. Kurz darauf wurde bei uns in der Gegend ein Kurs damit angeboten. Habe ich gedacht, Mensch, melde ich mich mal an. Habe es ausprobiert, hat Spaß gemacht, habe mir Becher gekauft. Weil wie es meistens ist, danach in die Ecke gestellt. Und erst als ich hörte, es gibt ein Turnier in Achim, habe ich gedacht, die kram ich wieder raus, da will ich mitmachen. Und dann lief es. Bin ich dabei geblieben, genau. Sie halten aber nicht nur den Weltrekord in 333 in Ihrer Altersklasse, sondern auch noch den in Cycle. Und auch das wollen wir uns einmal anschauen. Genau, da haben wir es. Was bedeutet das? Das ist eine Abfolge von verschiedenen Pyramiden. Los geht's mit dem 363, den man eben am Anfang gesehen hatte. Und dann schließen sich noch mehr an. Hier geht es noch mit dem 363 los. Eine Dreierpyramide, eine Sechserpyramide, noch eine Dreier, das baut man wieder ab. Dann folgen 2 Sechserpyramiden. Die baut man so ab, dass ein großer 12er-Turm entsteht. 2 einzelne Becher stellt man dann zur Seite. Aus den restlichen 10 Bechern wird dann eine 10er-Pyramide gebaut, die man so wieder abbaut, dass der 363 wie am Anfang da steht. Wenn man so eine Stunde trainiert, ist das nicht auch vom Kopf her wahnsinnig anstrengend dann? Ist man dann platt? Oder geht das? Vom Kopf her nicht unbedingt, aber man kommt ganz schön ins Schwitzen. Man glaubt es nicht, wenn man das so sieht, aber doch, man schwitzt ganz schön. Ich habe es auch gelesen, man braucht Fitness, Beweglichkeit, Konzentration und auch Schnelligkeit. Jetzt ist ja auch das Besondere daran, mit rechts und linke Gehirnhälfte, links und rechte Gehirnhälfte und dann das zu koordinieren. Das muss bei Ihnen ja einwandfrei klappen, sonst wären Sie ja nicht so gut. Also 2 Hände hat jeder oder ja, hat jeder Mensch und benutzt sie dann ja auch. Und das ist einfach Übungssache. Man fängt natürlich langsam an, bis das Tempo da war, hat das gedauert. Man fängt an, rechte Hand ein Becher, mit der linken setze ich oben rauf. Dann wieder rechts ein, mit links oben rauf. Das übt man langsam und wenn es Spaß macht, bleibt man dabei und wird dadurch dann schneller. Macht es auch bei anderen Spaß? Also jetzt bei der WM in Butzbach, das liegt in Hessen, waren 250 Aktive aus 19 Nationen. Also es ist auch wirklich weltweit, macht es vielen Menschen relativ viel Spaß. Wie ist das in Deutschland, auch mit dem auch Nachwuchs, Schulen, Vereine? Entwickelt sich da richtig was? Ja, also wenn man eine deutsche Meisterschaft anguckt, da sind um die 400 Teilnehmer, die dann aus ganz Deutschland kommen, sowohl hoher Norden, Flensburg welche, als auch aus Bayern. Und da sind die Kinder dabei. Wir haben unter 5-Jährige bis über 70-Jährige. Also das machen alle. Angeboten wird es häufig in Vereinen
oder auch in Schulen als AGs. Auch in der Staffel halten Sie den Weltrekord. Mhm. Na gut, da gab es jetzt Veränderungen. Mhm. Und deswegen, ja, aber dieser Weltrekord kann dementsprechend auch nie mehr gebrochen werden. Nee. Das kann man auch sehen. Auch das wollen wir uns mal angucken. Die Staffel, da sind Sie wieder ganz vorne. Ja, da starten vier Stacker nacheinander, stacken die Disziplin 3-6-3. Und der erste startet die Uhr, der letzte darf sie erst stoppen, sonst ist es ein Fehlversuch. Und ja, das ist halt nochmal was anderes. Es kommt nicht nur darauf an, was macht man selbst, sondern das Zusammenspiel zwischeneinander. Muss einfach auch klappen. Ja. Und Sie haben es eben gesagt, der erste startet die Uhr und der letzte stoppt sie dann wieder. Jetzt fahren wir das hier mal einmal aus. So, hier ist mal so eine Uhr. Ja, was? Hier sind zwei kleine Hände drauf. Hier ist die Anzeige. Mhm. Wie funktioniert das? Sie müssten jetzt einmal auf Power drücken. Auf Power gedrückt? Dann geht die Anzeige erstmal an. Ah ja, man sieht das 000. Ja. Die Hände auf die gelben Flächen legt. Kann ich das so machen? Ja, müsste eigentlich gehen. Dann beginnen da zwei Lampen zu leuchten. Und sobald die leuchten, kann man anfangen. Das heißt, man nimmt eine Hand weg. Würde dann das Stacken beginnen, dann läuft der Timer. Jetzt läuft die Zeit los. Genau, wenn ich die zweite Hand wegnehme, läuft die Uhr einfach weiter. Okay. Und erst wenn ich nachher wieder beide Hände raufgelegt habe, stoppt die Uhr. Dadurch kann ich selbst genau meine Zeit festlegen, die ich fürs Stacken brauche. Beziehungsweise festlegen ist falsch gesagt, halt genau messen. Also dann kann man da wirklich ganz genau auch die Zeit, ganz genau die Zeit stoppen. Und dann Sie stacken auf so einem, ja, so einem Untergrund, was hat das für Gründe? Ja, das begrenzt einfach die Fläche. Ich darf beim Stacken nicht außerhalb dieser Matte stacken. Das heißt, die Becher müssen immer irgendwie auf der Matte stehen. Und es macht das Ganze leise. Auf dem Holztisch ist das Stacken doch recht laut. Okay, ja gut. Und die Becher rutschen nicht so doll. 18-fache Weltmeisterin. Ihr Mann hat erzählt, er kommt mit dem Bauen von neuen Medaillenschränken gar nicht mehr hinterher. 3 Kilo, so hat er wohl ausgemessen, wiegen die ganzen Medaillen. Wie soll es weitergehen? Wie lange wollen Sie noch stacken? Noch mehr Weltmeistertitel, noch mehr Medaillen? Gibt es ja noch Rekorde, wo Sie sagen, da kann ich noch schneller? Das nicht so, da sage ich einfach, solange es mir Spaß macht, mache ich das weiter. Ich weiß nicht, es ist nicht das Ziel, um einen Rekord zu stacken oder sonst was, sondern den Spaß zu haben. Das ist das Schöne dabei, man hat immer noch die Gemeinschaft. In meiner Altersklasse ist das so, eigentlich egal, mit wem man das stackt. Man ist zwar Konkurrenz, aber trotzdem freut man sich für den anderen, wenn er eine gute Zeit hatte. Wenn bei dem alles weggefallen ist, der eine schlechte Zeit hatte, tröstet man den, ach Mensch, ist doch nicht so schlimm oder sowas. Von daher ist da auch immer Gemeinschaft. Man trifft die gleichen Leute wieder, irgendwann freut man sich darauf, auch die wiederzusehen, egal was die Stackleistung dann bringt. Okay, also dann ist das vielleicht auch so ein bisschen der Vorteil, dadurch, dass es da jetzt nicht um Millionen geht oder Millionenbeträge, so dass man also sagt, okay, so, wir sind so eine kleine Stacking-Gemeinschaft und wir haben einfach Spaß dabei. Das finde ich auf jeden Fall schön, ja. Jetzt gibt es relativ viele verschiedene Stacking-Disziplinen. Eine ist auch Double. Ja, wenn Sie da mal ein, zwei Sätze zu sagen würden, was bedeutet Double? Das Double bedeutet, dass man zu zweit zusammensteckt. So wie wir jetzt hier sitzen, würden Sie die rechte Hand benutzen und ich die linke Hand. Was man da jetzt im Video gesehen hat, zum Beispiel beim 333, würde heißen, Sie nehmen mit der rechten Hand den oberen Becher ab, stellen ihn zur Seite und ich muss mit der linken Hand meinen Becher raufstellen. Und erst wenn mein Becher steht, darf die nächste Pyramide angefangen werden. So wie sonst rechte und linke Hand aufgeteilt ist, ist jetzt die rechte und linke Hand auf zwei Personen verteilt. Also das ist dann aber auch viel Training, oder nicht? Es ist ein Zusammenspiel, ja. Man muss einen Partner haben, mit dem man sich versteht und das dann natürlich üben und sich auf den anderen einstellen. Wir haben es eben gesehen, 333 ist Ihr Rekord 208. Mhm. Jetzt im Double 333, wie lange brauchen Sie da? Auf der DM hatten wir, glaube ich, bei 59, 69 rum, also etwas unter 10 Sekunden. Alles klar. Frau Oben-Lüne-Schloss, herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren. Das Sportstacking und diese, ja, doch sehr schnelle Sportarten, vor allen Dingen reaktionsschnell muss man auch sein, einmal vorgestellt haben. Weiterhin viel Erfolg. Ich denke, ich werde diese Sportart auf jeden Fall einmal ausprobieren. Da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß nicht, ob ich das so hinkriege, aber wir werden es sehen. Ich wünsche Ihnen jetzt auf jeden Fall noch einen ganz schönen Abend und vor allem auch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.